Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light. Wir sind schön am Stealthen, haben auch gleich hier die Umgebung komplett penetriert. Da gibt es halt noch ein, zwei, die... Ist das ein neuer Ort? Ja, oder? Fuck, ich wollte doch erst die anderen penetrieren. Das klang gerade nach einem Alarm. Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gott, ey, eine Minute Pause gemacht, schon weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Hier gab es doch irgendwo einen Ort, wo es runterging. Das war, glaube ich, da, ne? Wo sind jetzt die Soldaten, die hier waren? Weg. Laufen ihre Runden, na gut, dann lass sie laufen. Ach ja, hier, das ist auch noch sehr interessant. Was ist denn das hier? Habe ich gerade schon wieder einen Karma-Punkt gekriegt? Okay. Munition. Das hat sich mal richtig gelohnt, Leute. Ich dachte, hier sind vielleicht Feinde. Nee. Okay. Wo bin ich? Wo? Verhandlung des gefangenen Spions von der roten Linie ist eröffnet. Alle Reichsbürger, die gerade nicht. Ah! Werden eingeladen, daran teilzunehmen. Guckst du zu? Die sagen, er wird hängen. Ich habe genug Hinrichtungen gesehen. Ich sollte meinen Sohn vielleicht mal zu einer mitnehmen. Er benimmt sich in der Schule immer daneben. Ich sollte ihm mal zeigen, was schlechte Schüler erwartet. Und was, wenn sie diesen Rotten verschonen, ihn zum Tunnelgraben verdonnern? Ha, im Leben nicht. Die Schlinge wartet bereits auf ihn. Was bringt es überhaupt, einen Typen hängen zu sehen? Er baumelt und die Pisse läuft ihm an den Beinen runter. Haben wir doch alles schon gesehen, oder? Das ist gut für die Moral und festigt die Disziplin. Scheiß auf diesen Kommunisten. Lass uns Karten spielen, mit Patronen als Einsatz. Wie, ihr würdet eure eigenen Kinder hängen lassen? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Das habe ich mich aber schon in den letzten Folgen gefragt. Wieso haben die Faschisten eigentlich einen russischen Akzent? Ja, ja, das ist ein russisches Spiel und so weiter, aber das... Naja, wobei... Ja, nee, warte. Falsch. Es sind ja keine reinrassigen Faschisten, also... Deutsche, was auch immer. Moment, falsch, ich bin behindert. Also ein Faschist muss ja nicht zwangsweise... Deutsch sein. Das hier sind ja quasi russische Faschisten, ne? So muss man das sehen. Ja, sorry, mein Fehler, ich bin dumm. So. Aber ich habe mich selber korrigiert, was viele ja nicht können. Die merken noch nicht mal, dass sie dummes Zeugs von sich labern. Von daher, alles gut. Alter, die Band macht mir wieder Angst hier. Jetzt mache ich ihnen Angst. Der Kreislauf des Angstmachens. Oh, wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist geil. Ey, Moment, nee, hör mal auf. Ich muss, also wenn ich dich loote, hast du ja kaum was für mich übrig. Ach, ich hätte hier hingehen können. Ach so, das ist jetzt, es ist schon derselbe Raum, ja, ne? Nur von unten jetzt. Ich werde nichts verpassen hier. Oh. Mach mal aus, ich weiß nicht, ob ich da ungestört hingehe. Ah, hallo. Junge, ey, dass die mich immer noch Kommunist nennt. Versteh ich gar nicht. Du entkommst uns nicht. Ich könnte ja auch Franzose sein. Also theoretisch könnte ich alles sein, aber dann müsste ich die Leute mit Baguettes bewerfen und nicht mit Wurfmessern. So, ich mag an dieser Stelle mal ganz kurz als Schnittravon intervenieren. Der Kommunismus, der Faschismus hat nichts mit Ethik zu tun. Nur leider wurde man ja besonders als Deutscher daraufhin, durch die Schulen daraufhin indoktriniert, dass man sich sagt, okay, Faschismus gleich Deutschland. In den 90ern, also in dem 19. Jahrhundert, beziehungsweise ist es ja das 20. ne? Von 1900 bis 2000, das ist dann das 20. Jahrhundert. Ich bringe das immer so ein bisschen durcheinander. Ihr wisst, was ich meine. Die Hitlerzeit, Deutschland, Faschismus, okay. Kommunismus, Russland. Aber das hat ja absolut gar nichts mit den Ländern zu tun. Sieht man ja besonders an China, dass
kommunistische, faschistische Land schlechthin, ne? Wollte ich nur mal klarstellen, weil ich ja, wie gesagt, das ist einfach die Indoktrination. Dass ich, es ist ja, in dem Spiel ist es ja so, dass es einfach nur um Russen geht, die sich in faschistische und in kommunistische Regime aufgeteilt haben. Also eigentlich ist der das hatte ich ja in der letzten, in irgendeiner vorherigen Folge hatte ich das ja auch gesagt, dass der Kommunismus eigentlich auch Faschismus ist. Also der Kommunismus ist der getarnte Faschismus. Das ist einfach ein anderer Begriff, ja. Die einen sind vielleicht radikaler als die anderen, aber im Endeffekt ist beides totalitär und deswegen, hier geht's einfach. Vielleicht seid ihr ja auch so noch ein wenig auf dem Holzweg, wie ich zu dem Zeitpunkt des Spielens war. Hier geht's einfach um Russen, die sich verschiedene Gruppierungen angeschlossen haben. Die Nazi-Russen, die Kommunisten-Russen und die neutralen Russen. Und wir sind halt die Superhelden-Russen. Im Endeffekt sind das alles Russen. Und das ist auch der Grund, wieso wir, als der Typ da die Rede gehalten hat, wieso wir da nicht aufgeflogen sind. Weil die Russen sehen halt alle gleich aus. Du hast zwar die Faschisten-Russen, die Nazi-Russen quasi. Und natürlich denkt man, hey, wenn sich die Typen das Reich nennen, dann sind das Deutsche, aber es sind alles Russen. Es sind alles Russen und deswegen. Ja, nur nochmal so zur kleinen Aufklärung, Klarstellung, das hat mich jetzt ein bisschen getriggert und deswegen wollte ich das auch schön reinbashen im Schnitt. Wo war denn das? Der ist über mir, glaube ich, ne? Licht! Oh nein, ihr solltet doch jetzt nach hinten gucken, ihr Deppen. So nach dem Motto, oh nein, wieso ist da hinten das Licht ausgegangen? Der Gegner muss von hinten kommen. Das Visier ist so gut, ne? Schaut euch das an, wie Moorhühner. Oh, lege ich die platt, wollte ich gerade sagen. Okay, das ist ein bisschen viel, das ist ein bisschen viel. Oh, von oben? Nee, warte, ich mach. Kommt mir so vor, als hätte das Medikit gar nichts gebracht. Okay, ist so ein bisschen viel. Ja? Vielleicht doch von oben pinnet. Ja, guck, jetzt bin ich. Jetzt weiß ich nicht, ob. Ja, seht ihr? Mann, bin ich gut. Ich musste das nochmal einsammeln, ey. Ich hätte es ja fast vergessen. Mir fast verdorben. Dumme Checkpoint-Scheiße hier. Okay. Kann ich die trotzdem... Ey, die wissen sofort, wo ich bin. Wie dumm. Aber was wollen sie machen? Der einzige Weg ist ja, hier hochzukommen, oder? Oh, der hat mich eh schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis. $3,50 oder wie viel kostet's? Ah? Finde ich gut. Gab's im ersten Jahr, glaube ich, nicht. Der hat mich im Visier. Der Wichser. Razer-Visier. Ah. Scheiß Helm. Oh, jetzt habe ich die Lampe getroffen. Gut, dann mache ich erstmal wieder. Der mit seiner Shotgun, ey. Loser. Ich höre da aber was. Die brauchen noch ein bisschen. Ich könnte noch eine Etage höher gehen, oder was? Oh ja. Ach, das ist mein Laserspasti. Ja gut, machen wir das mal, oder? Ach so, nee, bin ich ja wieder hier. Ja, lass sie einfach hochkommen. Hoffentlich kriegen sie das hin. Ja, suchen wir ihn. Such mal. Ja, immer noch. Nein, nicht dahin. Ach, wieso geht mein Auto eben denn dahin? Ja, lauf. Wie viel Munition habe ich noch? Ah, genug.
dachte ich gerade, da steht jemand mit dem Schild. Erledigt, Kommunist. Du kommst nicht durch, ja? Treff ich? Da, die Hose. Auf das Knie. Headshot voll ins Knie. Endlich. Hat echt viel ausgehalten. Obwohl er ja ein Scharfschütze war. Normalerweise sind Scharfschützen doch nicht so gut gepanzert, oder? Scharfschütze ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Er hat auf jeden Fall ein Laservisier, genauso wie der. Wie viel der aushält. Sonst noch wer? Das ist so ein bisschen wie auf einem Karneval, ne? Nur ein bisschen gefährlicher. Und mit echten Waffen. Und ich gewinne keine Teddys. Leute, wieso gewinne ich hier keine Teddys? Ist ja mal voll die Verarsche, ey. Was gibt's? Patronen und Munition? Lächerlich, ey. Ich hätte auf den Jahrmarkt gehen sollen, ohne Spaß, ey. War das jetzt alles? Ah, ne, guck mal, da ist noch einer. Die war doch auch schallgedämpft, oder? Ja. Schön. Schönes Ding. Kann ich direkt looten? Ja. Also generell muss ich jetzt natürlich wieder schauen, wo die ganzen Leichen liegen. Da liegt eine. Frisch, ganz frisch, Leute. Wenn ihr jetzt auf eBay bestellt, dann kriegt ihr die noch ganz frisch nach Hause geliefert, ja? Kein Scheiß. Auch in den nächsten 24 Stunden, wenn ihr noch ein paar Scheine rauflegt. Aber ihr müsst euch beeilen. Das Blut gerinnt schnell. Ja, finde ich auch. Bleib ruhig und leg dich hin! Oh. Das war ja eine laute Waffe. Ups. Das war ja die hier, die leise ist. Da ist der Lichtkegel. Muss nachladen. Danke, danke, dass du mir das sagst. Das sah lustig aus. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Wobei, war da nicht rechts noch einer? Ja, Verstärkung ist unterwegs, sagt er. Achso, dachte, das ist Munition. Was ist das jetzt hier? Zu. Oh, da kommen sie. Mach mal eben das Licht aus, okay? Und hier. So erkennt man sie auch noch besser mit ihrem Helm. Ah, da leuchtet's noch. Und hier. Das macht Spaß. Und das hier, das ist eine besondere, ne? Ich glaube, die kriege ich... Oh, nee, doch nicht. Dachte, weil die so rot ist. Ja, die wollten einfach ein bisschen Abwechslung haben, oder? Also, sollen wir nach den Kommunisten suchen? Schaut euch aber um. Und vergesst nicht, dass wir uns gegenseitig Rückendeckung geben müssen. Ach ja. Das Wort Rückendeckung löst bei mir alte Zeiten aus. Als ob du genau hier hingehst. Wer guckt denn bitte hier nach? Das ist doch schon wieder Skripthausen hier. Wem wollt ihr das erzählen? Was? Warte. Ich spiele schon wieder zu sehr rum, ne? Schau euch mal vor, ich sterbe jetzt. Ja. Game Over tut echt weh. Da ist noch eine scheiß Lampe. Ich mag Licht nicht. Nein, eigentlich wollte ich jetzt nur die Lampe kaputt schießen, aber der hat so ein Sauerstoffding gesehen, ne? Da hatte ich ja im ersten Teil mal aus Versehen raufgeballert und den dann somit getötet. Okay, jetzt ist, glaube ich, aus, oder? Ja. Also die Band hat noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, aber was soll ich sagen? Irgendwann muss auch sie mal aufhören.
Hier leuchtet ja immer noch was. Was soll denn das? Wie viel Geld das wohl alles gekostet hat? Was? Wollt ihr mich verarschen? So. War ich jetzt echt so bescheuert oder war da eine unsichtbare Barrikade? Oh Mann, Leute, glaubt ihr, ich habe alles gelootet? Ich hoff's ja mal, ne? Ich meine, ich habe nur die in den meisten Fällen die eine Waffe hier eingesetzt. Und die hat schon wieder über 300 Schuss, von daher wird das wohl... Ich mach hier nochmal eine Runde. Na guck, da liegt auch noch so ein bisschen was. Ah ne, den habe ich schon gelootet. Na gut. So. Dann gehen wir... Wo gehen wir hin? Da? Oder nicht? Ist das die richtige Seite? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt so oft hin und her gelaufen, dass ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wo ich herkam. Hier vielleicht noch? Nicht eines? Ich hätte jetzt gedacht, dass wenigstens eines auf ist. Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! Ich lege jetzt meine Waffe weg und komme raus. Nicht schießen! Ich stehe neben dir. Deine Waffe ist oder? Warte mal. Was ist denn das? Das ist dieselbe. Aber in blau, ne? Oder täuscht es jetzt wegen der Beleuchtung? Nee, die ist auch blau. Ja. Bup. Lerne. Das nächste Mal bist du bitte kein Faschist, sondern ein Querdenker. Oder so, keine Ahnung. Ruhe. Wieso geht das nicht aus? Ich war von Haus aus schon kaputt, hä? Ist das für den Strom? Das ist, glaube ich, für den Fahrstuhl, ne? Hier ist aber auch ein Fahrstuhl. Welcher Fahrstuhl darf es sein? Ich meine, da oben... Oh, hier ist auch noch was. Ach so. Ich habe es mir immer noch nicht gemerkt. Das ist Wasser, ne? Ich glaube, das Spiel zeigt es mir so lange, bis ich es endlich mal gerafft habe. Ja, aber... Ich verstehe das nicht. Es gab ja auch im ersten Teil schon die Möglichkeit, sowas zu machen. Aber irgendwie hat es doch gar keinen Einfluss, ne? Wieso sollte man sowas machen? Ich geh jetzt mal hier hin. Oh, verdammt, dieser Erde. Ist er das? Stets mal noch zu hungern. Ja. Das bricht. Ach so. Vielleicht habe ich ja damit das jetzt ausgetrocknet. Das könnte sein. Ich mach's mal nochmal an. Nee. Ja, okay, aber... meint ihr, das ist optional? Vielleicht sollte ich doch nochmal nach oben gehen. Wo war das? Oh, nee. Ach so, doch. Ich dachte, ich muss jetzt nochmal eine Runde drehen. Hier... Nee, es ist schon richtig da unten. Ich komme. Oh. Alle Reisenden, die gerade nicht im Dienst sind, werden eingeladen, daran teilzunehmen. Keine Ahnung, wofür jetzt der Karma-Punkt war. Okay. Mein eigener Schatten, wie gruselig. Fickt euch! Tot den Faschisten! Tja, das Arschloch wird jetzt verrecken und dann war's das. So viel Theater wegen eines Möchtegern-Spions, der nichts taugt. Ha. Sorry, ich mag Hängungen. Ich habe lange keiner mehr beigewohnt, ich wollte es mal genießen. Wenn es der verbotene Bereich ist, wieso dürft ihr denn da sein? Ja, na klar, hast du das nicht gemerkt.
Oh, okay, ich habe ihn etwas zu lange baumeln lassen. Upsi! Aber wir alle haben ja gute Checkpoints hier. Halt's Maul. So, guck mal, er hat jetzt aufgehört zu reden. Merkst du es jetzt? Nee, ne? Wahrscheinlich, weil... So, sein Kehldurchschnitt klingt genauso wie er am Seil hier. Deswegen hat er es wahrscheinlich nicht gehört. Ach so, ja, aber... Okay. Jetzt sind wir quitt. Das wird ja ein zweites Stalingrad. Finde ich gut, dass du das so siehst. Na klar. Schwäche anfangen oder was? Und das war's. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Das hoffe ich allerdings auch. Ja, ob er den Weg kennt oder nicht, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Metro Last Light. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.